haben den Flieger verpasst, aber haben es gerade noch rechtzeitig geschafft. Hi, I'm proud to and I'm very glad to have you here. Thank you. How are you three? Good. Good. How are you? I'm fine, thanks. Maybe just use the first minutes to introduce yourself to our audience. They're sitting here. And a kleine. I'm Terrell. I'm TJ. And I'm Tosh. Bevor ihr jetzt Plattenstars geworden seid, seid ihr da ganz normal zur Schule gegangen und kein Mensch hat sich eigentlich darum gekümmert, wo ihr herkommt und was ihr darstellt, oder war euer Leben schon immer so ein bisschen Richtung Musik ausgerichtet? Wir haben schon vor ungefähr 10 Jahren angefangen, Musik zu machen. Damals war alles einfacher als heute. Wir gingen zur Schule, machten Sport und waren oft im Kino. Und jetzt sind wir zu 100% auf Musik konzentriert. 100% Musik und Work. Und habt ihr dann sozusagen mit dem Rest abgeschlossen? Ich meine, ihr seid ja auch wirklich noch jung. Da weiß man ja auch gar nicht, wo das alles hinführt. Habt ihr euch jetzt echt gesagt, so, hier, Musik, das ist unsere Schiene? Music is our life. Musik ist unser Leben. Wir lieben Musik. Sie ist ein Teil von uns. Aber wir finden auch manchmal ein paar Augenblicke für die anderen Dinge des Lebens. Wir arbeiten also nicht nur, wir haben auch viel Spaß. Always work, work, work. We have fun too. Ihr seid ja beide, ihr seid ja alle drei Brüder und Brüder streiten sich ja auch mal und Brüder gehen sich auf die Nerven und freuen sich, dass sie eigentlich verschiedene Freundeskreise haben und jetzt müsst ihr jeden Tag zusammenhängen. Ist das was, wo ihr euch manchmal denkt, ich kann ihn nicht mehr sehen? We get on each other's nerves, definitely. Wir gehen uns auf jeden Fall ganz schön auf die Nerven. Aber es ist nichts Ernstes, keine Schlägereien. Wir sind eben alle verschieden. Jeder hat seine eigenen Gedanken, seine eigenen Meinungen. Aber deswegen schlagen wir uns nicht. Wir können uns ganz gut leiden. Wir arbeiten zusammen und wir lieben das. Und wenn es darauf ankommt, auf der Bühne zum Beispiel, klappt alles wunderbar. War das denn schon vor eurem Erfolg so, dass vielleicht eure Schulkameraden wussten, dass ihr halt die Neffen seid von Michael Jackson, von Janet Jackson und dass ihr deswegen schon immer mit so einem Popularitätsstatus herumlaufen musstet? Definitely so. Auf jeden Fall. Wir waren schon immer Jacksons und sind deshalb von klein auf anders behandelt worden als andere. Wir benehmen uns gar nicht anders als andere Jugendliche, aber wir werden anders behandelt. Ihr habt 3 Jahre an eurem Album gearbeitet und zwar unter anderem auch deswegen, weil ihr wusstet, was für ein großer Druck auf eurem Namen lastet, ja, dass ihr jetzt irgendwie wirklich auch was bringen müsst. Also ganz so an euch vorbeigehen lasst ihr das ja doch nicht. Definitely. Das stimmt. Die meisten Leute stellen hohe Erwartungen an uns, weil wir Jackson heißen. Michael ist unser Onkel, Janet unsere Tante und auch die Jackson 5 sind unsere Onkel. Also mussten wir im Studio absolut perfektionistisch arbeiten. Deshalb hat es so lange gedauert, bis unser Album endlich veröffentlicht wurde. Ja, dann gibt es ja manchmal so ein bisschen böse Stimmen, die sagen, ach, die Jacksons sind von klein auf irgendwie dazu getriezt worden, Musik zu machen und sie haben eigentlich gar keine Zeit, ihre Kindheit auszuleben, ihr eigenes Leben auszuleben. Ist das eigentlich nur so ein Gerücht von der Presse und ihr sagt alle, also lass sie schreiben, es ist mir doch ganz egal, oder spürt ihr das auch manchmal so? Wir wurden nie zur Musik gedrängt. Wir haben noch viel später angefangen als die Jackson 5. Wir wussten, wie hoch die Erwartungen an uns sein würden. Deshalb mussten wir uns erstmal bis zu dem Punkt entwickeln, an dem wir solchen Erwartungen gerecht werden können. Unser Vater und unsere Onkel haben sicher einen großen Teil ihrer Kindheit geopfert. Die sind nie auf Kindergeburtstage gegangen, hatten außerdem Privatlehrer. Sie waren also nie auf einer normalen Schule. Sie haben die Welt außerhalb des Musikbusiness kaum kennengelernt, im Gegensatz zu uns. Wir haben zum Beispiel schon immer Baseball gespielt, in einem ganz normalen Team. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir immer einen Ausgleich zur Musik hatten. Ja. Und wie sieht's aus in der Liebe? Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das schon so richtig ansteht, aber ich denke mal doch schon. Habt ihr denn auch Zeit für Freundinnen und so und vielleicht auch das ein bisschen auszuleben, worüber ihr in euren Liedern singt? Wir hatten schon Freundinnen und wir verabreden uns immer noch mit einem Mädchen, wenn wir denken, es ist die Richtige. Das ist inzwischen aber wegen der Arbeit ziemlich schwierig geworden. Wir waren dieses Jahr mehr in Europa als in Amerika. Natürlich hätten wir gern feste Freundinnen. Das würde eine tolle Unterstützung bedeuten und natürlich auch viel mehr Spaß. Es ist total hart wegen des vielen Rumreisens. Dann passt das ja eigentlich ganz gut, dass ich euch mal frage, inwieweit eigentlich der Titel eurer Single stimmt, weil da sprecht ihr ja eigentlich von den Opfern, die ihr für eure Freundinnen bringt und ich weiß ja gar nicht, ob ihr zurzeit dafür bereit wärt. Wir hoffen, dass die richtige Frau uns so lieben würde, wie wir sind. Dasselbe gilt für uns. Wir würden eine Frau so lieben, wie sie ist.
Einer der Gründe, wegen denen wir momentan keine Freundinnen haben, ist, dass wir ihnen nicht alles geben könnten. Erst wenn wir irgendwo einen festen Wohnsitz haben und unsere Zeit besser einteilen können, werden wir an feste Beziehungen denken. And we find how to manage our time better, then, you know, that's when we will start looking more for a relationship. I would say we're gonna change the light now, like I told you before. I'm very curious to see you perform. Und vorher, meine lieben Freunde,